MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Jo Freunde, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Videos. Ja, meine lieben Freunde, falls ihr noch nach günstigen PSN-Cards und nach vielem mehr sucht, dann schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Dort findet ihr nämlich wie immer den Link zu meinem Sponsor MMOGA. Und ja, meine lieben Freunde, heute präsentiere ich euch den 10. Part von Trading bei FIFA All-Stars. Ihr könnt schon sehen, wir haben einige Bronzeobjekte verkauft. Und ja, im heutigen Trading-Tipp sozusagen geht es darum, dass ich investieren werde. Und zwar in Goldspieler, die im aktuellen Team der Woche sind. Und die werde ich dann 3 bis 4 Wochen später verkaufen. Ja, deswegen ist die Folge auch schon leicht veraltet, sage ich mal. Das Team of the Week, in das ich investiere, ist schon 2, 3, 4 Wochen alt. Ja. Jetzt könnt ihr schon sehen, wir haben noch ein paar weitere Bronzeobjekte verkauft. Die schauen wir uns jetzt auch nochmal schnell an. Ja, hier seht ihr es, wir haben ein paar Bronzeobjekte verkauft. Das, also immer noch eine gute Strategie mit den Bronzeobjekten. Ja, und dann sehen wir schon, wen wir geholt haben. Ich habe jetzt investiert, ich habe mit Bietpreisen das sozusagen gemacht. Und ihr seht schon, ich habe viele Spieler unter dem Abschlusspreis erhalten. Bis auf Klose natürlich, der ist ja auch ein bisschen mehr wert. Ja, und dann würde ich sagen, stellen wir die einfach mal rein und ja. Ja Leute, ich habe die Spieler jetzt auf den Transfermarkt gestellt und ich zeige euch jetzt einfach mal, für wie viel ich sie draufgestellt habe. Ja, hier seht ihr es schon, ich habe die Spieler natürlich überteuert auf den Transfermarkt gestellt. Ich hoffe einfach mal, dass sie weggehen. Ich werde sie jetzt ein paar Tage lang reinstellen und dann sehen wir uns gleich. Ja, Freunde, es ist unglaublich. Die Spieler haben sich tatsächlich verkauft. Mit Miroslav Klose habe ich leider einen Verlust eingefahren, aber sonst wesentlich großen Gewinn gemacht. Also richtig geilen Gewinn. Ich glaube 50.000 oder so habe ich gemacht. Ich war bei 107, denke ich. Jetzt bin ich bei 157.000 Coins. Das ist eine richtig große Summe. Mit der kann man schon was anfangen. Ja, und somit haben wir hier in einer Episode 50.000 Münzen Gewinn gemacht. Und ich hoffe natürlich, ja, dass das jetzt auch so weitergeht mit diesen Trading-Folgen sozusagen. Es ist immer wieder schwer, neue Trading-Methoden herauszufinden, denn ich habe jetzt schon sehr, sehr viele gezeigt, aber ich werde nach neuen suchen und dann auch wieder weitere Episoden bringen. Und ja, jetzt haben wir hier noch ein Gratis-Pack, das habe ich noch, weil das habe ich vor langer Zeit mal bei den Tagesgeschenken dabei gehabt und das habe ich noch nicht geöffnet, ich wollte euch das einfach nur zeigen. Und ja, da haben wir eben Verträge drinnen, die stellen wir auf den Transfermarkt, wie immer natürlich. Und ja, dann verabschiede ich mich eigentlich auch schon aus der 10. Episode von Trading by FIFA All-Stars. Wenn sie dir gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schreib unbedingt in die Kommentare, wie dir meine Videos gefallen. Und wenn sie dir gefallen, würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnieren würdest. Damit unterstützt du die Arbeit, die hinter diesen Videos liegt sozusagen. Und ja, dann verabschiede ich mich, wie gesagt, und sage wie immer, ciao Leute, FIFA All-Stars.